Ihr Fortnite-Fans da draußen, ich bin natürlich Beneos für natürlich Gamerholics TV und sorry, dass ich dich voll spamme, aber ich habe in den Comments gelesen, dass es immer mehr Missverständnisse zum Battle Pass gibt. Außerdem hat Epic Games ein Video zu den Battle Passes veröffentlicht und ich werde jetzt mal hier ganz kurz und knackig alle Infos des Patches 1.11 am heutigen Donnerstag, den 14. Dezember 2017, für dich zusammenfassen. It's showtime. In Season 1 hat man noch nicht besonders viel dazu bekommen, wenn man gelevelt hat. Das soll sich in Season 2 ändern. Spielst du ganz normal im Free-to-Play-Modus Battle Royale, dann bekommst du ein paar Sachen über die Levels geschenkt. Oder du kaufst dir eben den Battle Pass für 950 V-Bucks, was eigentlich ziemlich günstig ist. Aber man sieht auch, dass es reduziert und kostet eigentlich das Doppelte. 1800 V-Bucks und ich bin überzeugt, im Februar kostet es dann 1800. Wenn du dir den Battle Pass kaufst, bekommst du instant Sachen gutgeschrieben, ohne was gelevelt zu haben. Und zwar diese blauen knappen Skin, wobei ich nicht glaube, dass im Mittelalter jemand mit so einer krassen Rüstung noch als Knappe durchgegangen wäre, aber nun gut. Zusätzlich bekommt dein Freund, mit dem du zockst, 10% mehr Erfahrung und du selbst 50% mehr Erfahrung. Also es lohnt sich tatsächlich sehr, weil man bis zu 60% mehr Erfahrung bekommt, wenn beide Friends den Battle Pass haben. Und das wiederum bedeutet natürlich, dass man schneller an die Battle Pass Items rankommt durch das Leveln. Aber wenn du die Knete richtig locker sitzen hast, kannst du dir die Items des Battle Passes dann auch sogar noch kaufen und brauchst dann nicht richtig krass hochleveln. Der Battle Pass geht bis 20. Februar, ab da gibt es dann Season 3 höchstwahrscheinlich und man braucht ungefähr 75 bis 150 Stunden, um einfach mit dem Battle Pass alle Items freizuspielen. Na ja gut, in 2 Monaten kriegt man hin, ne? Über den Battle Pass kannst du 3 Skins freischalten, wie zum Beispiel den Schwarzen Ritter, den Knappen oder diesen 70er Jahre Saturday Night Fever Verschnitt, sowie mehrere Emotes, Kleider und abgefahrene Spitzhacken. Ja, kann man machen, gefällt mir. Und für alle, die jetzt ganz automatisch dieses allergische Jucken hinterm Ohr spüren, oh mein Gott, ich soll für ein Spiel wirklich Geld ausgeben, was mir mega viel Spaß macht und ich monatelang kostenlos durchsuchten könnte? Ja, natürlich! Vor allem, es sind nur kosmetische Items. Ich verstehe, dass ihr alles haben möchtet, weil ich das in den Comments häufiger lese. Aber mal im Ernst, die Leute, das ist ein Produkt und die wollen damit Geld verdienen. Und wenn man es dann schon auf so faire Art und Weise macht für 950 V-Bucks, dann tut mir den Gefallen und kauft euch das, wenn euch das Spiel Spaß macht. Auch als Schüler muss man für Sachen bezahlen. Man kann nicht das Twix an der Kasse klauen. Und wenn du es halt nicht locker hast, dann spielst du einfach im Free-to-Play-Modus und hast trotzdem Spaß mit deinen Freunden. Also das Argument zählt nicht, von daher, das mein Statement zum Donnerstag. Ich werde mir den Battle Pass auf jeden Fall holen und ich hoffe, ihr auch. Denn es ist ein supportwürdiges Spiel. Es gibt keine Vorteile, die man sich erspielt, sondern natürlich nur kosmetische Items und von daher absolut cool und wir sollten alle damit cool sein. Also in Kurzform, Battle Pass für 950 V-Bucks kaufen. Dann hast du die Möglichkeit, über jeden Level Items freizuspielen. Ansonsten im Free-to-Play-Modus die Möglichkeit, einige Items über Levels freizuschalten, aber natürlich nicht alle. Kaufst du dir den Battle Pass, bekommst du automatisch schon sofort Items gutgeschrieben. Ansonsten kannst du über das normale Level mit dem Battle Pass dann Emotes, sogar eigene V-Bucks bis zu 1000 Stück freischalten und hast damit schon 50% vom nächsten Battle Pass in der Tasche und allerlei anderer Stuff. Das Ganze geht bis 20. Februar und V-Bucks kannst du dir entweder bei Echtgeld kaufen oder über den PvE-Modus Rette die Welt, also das eigentliche Fortnite-Spiel, über Dailies erspielen. Das Original-Standard-Fortnite ist aber nicht Free-to-Play, sondern das ist ein ganz normales Box-Game, das man sich kauft. Und ich denke, du hast jetzt genug Plan vom Battle Pass, der dich erwartet und ich mache das Video jetzt einfach zu Ende, bevor es noch zu lange wird. Das ist nur ein Update, damit du Bescheid weißt. Mach's gut, tschüssikowski, ciao! Und jetzt alles zusammen. Hey, it's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary. To the sweetest girl I know. Bum, bum, bum. Goodbye to Piccadilly.